fragen Sie ja mal Jugendliche. Was kostet eine Flasche Milch oder ein Kilogramm Brot? Haben wir eine Ahnung, wie hoch unsere Lebenserhaltungskosten tatsächlich ausfallen? Was ist ein Bankkonto? Die meisten Jugendlichen wissen darauf keine Antwort. Viele denken, dass die Bankomatkarte das Konto ist, sagt Bettina Fuhrmann. Als Leiterin des Instituts für Wirtschaftspädagogik hat sie nicht nur etliche Studien über Finanzbildung erhoben, sie besucht auch Schulen und klärt über Geld auf. Die Forscherin weiß, die Wissenslücken sind enorm. Nicht nur die Frage nach dem Bankkonto, auch der Geldwert ist für junge Menschen oft ein Rätsel. Laut einer Studie glauben 2/3 der Befragten, der Wert des Geldes steige, wenn die Preise steigen. Dass genau das Gegenteil der Fall ist, haben sie nicht verstanden, sagt Fuhrmann. Zinsen hingegen können viele nachvollziehen, jedoch nicht immer ausrechnen. Zinseszinsen sind schon weniger vertraut. Dabei sind es gerade die Zinseszinsen, die Verschuldeten oft zum Verhängnis werden, so Fuhrmann. Vor allem junge Menschen haben oft Schwierigkeiten beim Start der finanziellen Selbstständigkeit, stolpern in Konsumfallen und sind unsicher, wie sie ihren Haushaltsplan managen können. Der Grund dafür ist das mangelnde finanzielle Wissen. Laut dem JEP-Jugendbericht für Finanzbildung geben 60% der Jugendlichen an, nichts oder kaum etwas über das Thema Finanzbildung zu wissen. 50% fühlen sich hierbei kaum oder wenig vorbereitet auf die Zukunft. Jeder 5. Jugendliche hat keinen Überblick, wie viel Geld er im Monat ausgibt, und 20% hatten schon einmal Angst, geliehenes Geld nicht mehr zurückzahlen zu können. Viele der jungen Generation sehen der finanziellen Zukunft skeptisch entgegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Christina Weidgasser und es ist an der Zeit, etwas zu ändern. Wir, die Jugend von heute, sind die Zukunft von morgen. Wir haben es in der Hand, was wir daraus machen, und Sie sind diejenigen, die uns auf diesem Weg begleiten. Jedoch ohne finanziellem Wissen wird dies nur erschwert möglich. Jugendliche, wir fordern mehr Finanzbildung an Schulen. Kritisch sehen wir das Finanzbildungsangebot im Unterricht. Auf einer Bewertungsskala von 1 bis 10 schneidet die Wissensvermittlung im Schulunterricht hier mit einem Durchschnittswert von 3,6 nur sehr schlecht ab. Dieses Thema kann nicht nur die Aufgabe der Unternehmen sein, sondern muss schon im Pflichtunterricht für alle Schülerinnen und Schüler stattfinden. Mir ist bewusst, dass das Elternhaus bei diesem Thema ebenfalls eine große Rolle spielt. Jedoch geben 1/3 der befragten 14- bis 20-Jährigen an, dass bei ihnen zu Hause nie über Geld, Finanzen und Co. gesprochen wird. Hier gibt es eindeutig Nachholbedarf, da ansonsten bildungsärmere Jugendliche benachteiligt werden. Somit ist das Finanzbildungsangebot in Pflichtschulen unumgänglich. Ein weiteres Thema, welches in der Finanzbildung sehr relevant ist und den Jugendlichen auch nahegebracht werden soll, sind Privatkonkurse. 2020 gab es 7.296 eröffnete Privatkonkurse. 13,5% davon waren im Alter von 30 Jahren oder jünger. Umso wichtiger muss es demnach sein, dass die Finanzbildung bei Jugendlichen zeitgerecht erfolgt, da diese hilft, eine spätere Überschuldung zu vermeiden. Ein spezielles Angebot, welches bereits am Markt ist, jedoch noch zu selten angeboten und umgesetzt wird, ist der sogenannte Finanzführerschein. Hier wird anhand von lebensnahen Beispielen die Auseinandersetzung mit Geld und das überlegte Handeln damit gefördert. Nur leider steht dieses Angebot noch nicht ausreichend zur Verfügung. Nur einige Schülerinnen und Schüler der polytechnischen und Berufsschulen können davon profitieren. 2020 wurden 4.352 Finanzführerscheine in Salzburg, Wien, Oberösterreich und Vorarlberg verliehen. Aus meiner Sicht ist das jedoch nur ein Fundament, worauf aufgebaut werden sollte. Das Thema muss auf alle Fälle bereits in den Pflichtschulen als Pflichtpunkt verankert werden. Je früher junge Leute daran teilhaben können, desto einfacher ist der Umgang im späteren Leben. Weiters gibt es die Möglichkeit einer Budgetberatung. Dies ist ein professionelles und unabhängiges Beratungsangebot zu Fragen der Haushaltsfinanzen. Sie richtet sich an Menschen, deren Einkommenssituation sich gerade verändert, beziehungsweise Menschen mit niedrigen Einkommen, die jedoch noch nicht von Überschuldungen betroffen sind. 2020 wurden in Oberösterreich, Wien, Vorarlberg, Niederösterreich, Salzburg und in der Steiermark insgesamt 363 Budgetberatungen durchgeführt. Sollten sich schon Schulden angesammelt haben, kann man sich an die Schuldenberatung wenden. Diese hat Beratungsstellen in ganz Österreich verbreitet, sowie 4-mal in Salzburg. Hier wird gemeinsam ein Überblick über die finanzielle Situation geschaffen,
Einnahmen und Ausgaben werden analysiert und ein individueller Lösungsweg wird erzielt. Im Falle eines Privatkonkurses wird man von der Schuldenberatung vor Gericht kostenlos vertreten. Und was kann ich nun selbst dazu beitragen, um eine Überschuldung vorzubeugen? Bewahre einen Überblick. Erstelle einen Haushaltsplan mit allen Einnahmen und Ausgaben. Mache eine Liste mit allen Schulden und Ratenzahlungen. Wirf keine Rechnungen sowie Mahnungen weg, um einen Überblick zu behalten. Zahle zur Sicherung der Existenz Dinge wie Miete, Strom oder Lebensmittel zuerst. Im Falle einer möglichen Zahlungsunfähigkeit kontaktiere deine Gläubiger, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Ein finanziell gebildeter Mensch müsste in der Lage sein, eine aus ökonomischer Sicht sinnvolle Entscheidung zu treffen. So definiert etwa die OECD-Finanzbildung als jene Kombination aus Wissen, Bewusstsein, Fähigkeiten, Einstellungen und Verhaltensweisen, die für sinnvolle finanzielle Entscheidungen notwendig sind. Junge Menschen äußern großes Interesse an Geldthemen. Über mehrere Altersgruppen hinweg und in verschiedenen Schultypen bejahen sie, gerne mehr über Geld und finanzielle Angelegenheiten erfahren zu wollen. Warum nehmen wir das Thema da nicht in Angriff? Es sind sowohl Eltern als auch Lehrerinnen und Lehrer, also die Schulen, gefordert. Eltern sollten ihre Sprösslinge schon sehr früh an den Umgang mit Geld heranführen. Dazu gehört ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Taschengeld. Wenn dann auch noch die Schulen auf den Zug aufspringen, entsprechen wir zum einen den Wünschen unserer Jugendlichen, mehr über Finanzielles zu erfahren, und andererseits werden in den Schulen lebensnahe Inhalte angeboten. Was kann uns Besseres passieren? Wie wäre es demnach mit einem generellen Angebot an österreichischen Schulen, den Finanzführerschein zu erlangen? Der Schulunterricht soll einen Beitrag dazu leisten, dass sich zum Beispiel die mangelnde Finanzbildung der Eltern nicht auf die nächste Generation überträgt. Aber auch Informationsveranstaltungen für Eltern kann ich mir sehr gut vorstellen. Denn ein entsprechendes finanzielles Vorbildverhalten der Eltern im Umgang mit Geld wirkt sich positiv auf ein überlegtes Konsum- und Sparverhalten aus. Werden Kinder und Jugendliche auf den sorgsamen Umgang mit Geld vorbereitet, gehen sie damit auch sorgsamer um. Mit all diesen Maßnahmen muss es aus meiner Sicht doch möglich sein, so weit finanziell gebildet zu sein, dass wir finanzielle Problemstellungen erkennen, unser eigenes Wissen realistisch einschätzen und auf Basis dieses Wissens und eventuell eingeholter Informationen eine gute Entscheidung treffen zu können. Wir brauchen also mehr Rüstzeug für unser Leben, und finanzielle Bildung ist wie kaum ein anderes Thema für einen erfolgreichen Lebensweg von uns jungen Erwachsenen entscheidend. Wie einst John F. Kennedy meinte, es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung. Keine Bildung. Dankeschön.